Seid ihr mit einverstanden, wenn wir, könnt euch gern setzen, wenn wir das die Tage so halten, dass wir dem Geist Gottes allen Raum geben, den er will. Und dass wir jederzeit, wir haben was vorbereitet, aber jederzeit unterbrechen, wieder in den Lobpreis reingehen, uns wieder öffnen. Vielleicht hören wir eine Botschaft, vielleicht hören wir einen Impuls, vielleicht aber auch gar nicht in 3 Tagen. Okay, so what? Hauptsache die Gegenwart Gottes ist da. Ihr alle habt so viel Lehre gehört im Lauf der Jahre, euer Kopf raucht regelrecht. Was wir brauchen, ist Erlebnis. Stimmt? Wir müssen doch Gott erleben. Gott ist doch nicht tot und weit weg, er ist doch lebendig und hier und mitten in uns drin. Stimmt's? Ah, Hammer. Und trotzdem ist es schön, wenn wir gute Botschaften hören. Warum? Wenn eine Botschaft aus dem Heiligen Geist geboren ist und nicht nur aus dem Verstand, dann belebt die deinen Geist. Dann wirst du auf einmal wach werden innerlich und du wirst satt werden. Und dann bist du satt und du bekommst noch mehr Hunger. Und dann wirst du mehr essen wollen, dann wirst du wieder satt werden. Die Liebe Gottes macht sehnsüchtig nach mehr. Weißt du, manchmal ist es so, wir sagen ja, überfriss dich nicht, wenn es Kuchen gibt. Ja? Aber eigentlich ist es so, wenn der Kuchen so extrem gut schmeckt oder das Steak, ja, dann, und jemand legt dir ein zweites Stück hin, dann sagst du nicht nein. Richtig? Also eigentlich noch, obwohl du nicht mehr kannst vielleicht und ganz schön viel, denkst du, ein zweites Stück wäre aber auch ganz schön cool. Ja? Und dann probierst du vielleicht vom anderen Kuchen oder du probierst hier und da und genau das ist Gott. Es gibt im Überfluss. Falls dir jemand gesagt hat, da ist Mangel überall und es stimmt alles nicht und die Zeichen und Wunder, das war bei den Aposteln, dann bist du leider einer Irrlehre aufgesessen. Dort, wo Gott ist, ist immer Sättigung. Es ist immer volle Kanne Sättigung. Nimm einen Schluck von seinem lebendigen Wasser. Ich hab so den Gedanken, dass wir im Lauf der Tage immer voller werden. Voller werden und voller werden. Wie, wisst ihr, die ersten Jünger, das hört sich vielleicht komisch an, aber die ersten Jünger, die wurden ja für betrunken gehalten. Stimmt's? Apostelgeschichte. Gleich am Anfang, ja, morgens um 9 seid ihr schon dicht oder was? Habt die ganze Nacht durchgemacht. Und die, nee, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist bewirkt es in uns, dass wir wie betrunken sind. Das fühlt sich tatsächlich auch an, wie betrunken zu sein. Und weißt du was? Nur wer sich schämt, kommt hier nicht weiter. Nur wer in Anklage und Selbstverdammnis erlebt und denkt, was denken die Leute? Vergiss doch die Leute, du bist doch selber die Leute. Ist doch völlig wurscht, was die denken. Du bist doch hier, um den Heiligen Geist in einem Maß zu empfangen, wie noch nie zuvor. Stimmt's? Du bist nicht nur hier, weil du eine gute Botschaft hören willst. Stimmt's? Du bist hier, weil du die Kraft erleben willst. Du bist hier, weil du Gott in Realität erleben willst. Es reicht dir nicht mehr wie beim Hiob, wenn du ihm nur vom Hörensagen vernommen hast. Und du weißt ganz viel von ihm, es bringt dir gar nichts. Viel Wissen heißt nichts, heißt einfach nur einen dicken Kopf. Und viele Leute sagen, ja, das muss halt mal von meinem Kopf in mein Herz reinrutschen. Ich sage dir, die Wahrheit, das ist in deinem Herzen, dein Kopf ist eher das Problem. Du versuchst zu erklären, was Christus in dir schon gemacht hat. Das funktioniert doch nicht. Seit wann kannst du denn erklären, was Christus gemacht hat? Ist doch auch sein Job. Du bist ja auch nicht ans Kreuz gegangen gedanklich, sondern du bist tatsächlich in Christus ans Kreuz, oder? Das lebt doch in dir. Okay, lass uns drüber reden, warum ihr hier seid. Ich glaube, dass du hier bist, weil du einen extremen Hunger hast. Einen extremen Hunger, dass du persönlich erweckt wirst. Und ganz ehrlich, den meisten von uns, wir hoffen das, wir wollen das, wir hoffen das auch vielleicht weiter drinnen in uns, aber können es noch nicht ganz glauben, kommt noch. Aber da ist noch eine größere Hoffnung in dir, als dass du persönlich Erweckung erlebst. Nämlich, dass das ganze Land Erweckung erlebt. Wir sind doch nicht nur für uns angetreten. Wir haben doch einen Auftrag. Du bist doch ein Botschafter der Versöhnung in diesem Land oder in dem Land, wo du herkommst. Wir haben Schweizer unter uns. Herzlich willkommen. Ihr tragt es in die Schweiz rüber. Ne? Haben wir auch Österreicher da oder andere Länder? Wo?
Wow, Österreicher sind hier. Herzlich willkommen. Nimmt die Erweckung mit nach Österreich. Hier ist Erweckung. Achso, ihr denkt, es kommt noch. Nee, das ist schon da. Dein Kopf ist wieder das Problem. Dein Kopf denkt, es kommt irgendwann über die Gemeinde, von da brechen wir auseinander, wissen wir gar nicht mehr wohin. Dann mieten wir die riesen Stadions. Sorry, das fängt hier drinnen in dir an, nicht im Stadion. Du bist die erweckte Person und der Heilige Geist ist in dir, sonst wärst du nicht mal zum Leben an Christus gekommen. Stimmt? Sag doch mal, ich bin bereits erweckt. Und jetzt wird die Kraft sichtbar. Jetzt offenbart sich die Kraft. Jetzt manifestiert sich die Kraft. Die kann sich nicht mehr in mir halten, die will raus. Nicht, die muss rein, die ist drin. Wenn Jesus in dir lebt, sonst glaubst du das nicht, dass er in dir lebt. Stimmt's? Wie kann die Kraft noch mehr in dich rein als die komplette Kraft des kompletten Evangeliums inklusive Schöpfer? Verstehst du? Das ist eine Lüge, die wir aufsitzen, wenn dann die Erweckung kommt. Es ist in dir drin, seit 2000 Jahren ist es verankert. Christus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das passiert. Das ist ein Fakt. Du warst nicht dabei. Okay, macht nichts. Du bist jetzt dabei. Das hat Jesus für dich gemacht. Das hast du ja nicht mal mitentschieden. Er hat dich erweckt, da warst du nicht mehr zum Glauben gekommen. Okay, das übersteigt unseren Verstand, aber es entspricht einfach der biblischen Tatsache. Stimmt? Also warum bist du hier? Du hast eine extreme Sehnsucht, ich auch. Und weißt du was? Jeder Mitarbeiter, der hier drin ist, übertrifft dich bei beiden im Hunger und Sehnsucht. Glaubst du nicht? Beweis es. Oh, wir sind trainiert auf Hunger. Wir sind trainiert auf Sehnsucht, auf Herrlichkeit. Wir haben so eine Sprache bei uns, die ist einfach nur, oh, mehr von dir, jeden Tag, jedes Gebet, jede Einheit, immer wird gebetet, immer ist jemand betrunken, immer wird jemand abgefüllt, irgendwas passiert immer, irgendjemand prophezeit, irgendwo wird gebetet für Heilung. Ich will keinen Wettstreit ausrufen, aber irgendwie ja doch, ne? Also, gib deinem Hunger einen Ausdruck. Wenn du dir zu schade bist hier drin, Jesus, nach Jesus zu schreien, dann machst du es daheim auch nicht. Schäm dich nicht, das ist doch die Familie hier. Jeder hier, mehr oder weniger, ist mit dem gleichen Hunger drin. Nicht mal den Hunger haben wir gemacht. Der kommt ja vom Heiligen Geist. Er will doch mehr sich offenbaren, als wir das wollen, dass es tut. Wir finden das manchmal vielleicht sogar peinlich, wenn er sich offenbart. Ah, danke, Heiliger Geist. Wisst ihr, warum ihr auch hier seid? Ihr wollt euch nicht mehr mit Status quo zufrieden geben. Und damit sage ich nicht, du willst dich nicht mehr mit Gemeinde zufrieden geben. Ist egal, wo du bist. Wenn du in der Gemeinde bist, bist du genauso drin. Und wenn du unzufrieden bist, dann, danke dir, dann willst du dich nicht mehr mit dem Status quo zufrieden geben. Dir ist das Normale zu langweilig, vielleicht zu religiös, vielleicht zu eintönig, vielleicht zu keine Ahnung was. Brech raus. Du musst da nicht drin bleiben. Ich habe nicht gesagt, verlass deine Gemeinde. Ich habe nur gesagt, brech raus, das ist was Inneres. Brech frei in die Freiheit Gottes. Du kannst im erwecktesten Lager sein, egal wo, und kannst trotzdem religiös gefangen sein. Ne? Du kannst in der Hammeranbetung irgendwo sein. Der Bill Johnson kann dir die Hände auflegen und der Chris Walton und all die tollen Jungs, die super tollen Prediger unserer Zeit. Und du kannst einfach in dir gefangen bleiben. Du kannst 5 Jahre in Bethel verbringen. Und du kannst jeden Tag die super Anbetung kriegen und die super gesalbten Prediger und du bleibst dasselbe. Du musst rausbrechen. Sei unzufrieden, das ist eine Aufforderung, sei unzufrieden mit Status quo. Mit dem, wie es halt, so läuft es halt. So machen wir das schon immer. Deshalb meine Erwartung ist halt so, dass nichts passiert. Naja, wir bekommen ja immer gemäß unseres Glaubens, stimmt's? Schraub deine Erwartung höher. Der Thorsten hat vorhin gesagt, schreib mal 3 Erwartungen auf. Finde ich viel zu wenig.
Hab lieber, also aufschreiben ist eine Sache, aber hab die Erwartungen präsent in dir. Ich stehe jeden Tag auf mit der Erwartung, Gott, du musst dich offenbaren. Heute ist ein Tag des Heils. Heute werden Leute geheilt. Heute passieren Zeichen und Wunder. Heute wird mein Kontostand explodieren. Ja, brauchst du Geld? Dann musst du doch so denken. Du kannst auch sagen, oh, kein Geld, weiß gar nicht. Aber wenn der Herr mich nicht segnet, dann wird nichts passieren. Und dann rennst du zum nächsten Seelsorger und fühlst dich schlecht dabei. Nein, brech aus. Religion nimmt dich gefangen. Brich aus Status quo. Lass dich nicht mehr zurückhalten. Koste es, was es wolle. Der Preis ist sowieso bezahlt. Und dann bist du hier, weil du was spürst. Und das finde ich Hammer. Wir sind ja hier miteinander Familie Gottes. Ne? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag dir mal, du bist Teil meiner Familie. Kannst du ihm auch ein Küsschen auf die Backe geben, wenn er das akzeptiert? Umarm den mal. We are family. Und weißt du, was du spürst, wenn du in der Familie Gottes bist? Dann spürst du, dass du nicht mehr alleine bist. Wir Gläubigen sind nicht dazu geschaffen, alleine zu sein. Und auf einmal kommt hier was zusammen in der Veranstaltung und dann in deiner Gemeinde, in deinem Hauskreis und in irgendeiner Gruppe, wo ihr euch trefft und deinem Arbeitsplatz. Auf einmal kommen Leute zusammen, die merken, wow, wir sind Familie miteinander und meine Kraft ist eine. Zu zweit haben wir, einer schlägt 1000, zwei schlagen. Oh, jeder kennt den Vers. Das ist ein Vers für Einheit in der Gemeinde, stimmt? Drei schlagen dann. Nicht so gut in Mathe, egal, viele. Ha? Dort, wo die Einheit ist im Leib Jesu, hat der Herr seinen Segen verheißen. Willst du gesegnet sein? Sei Teil der Familie. Leb nicht isoliert. Sei Teil von der Familie, egal wo du bist. Ich bin viel in der Weltgeschichte unterwegs und ich habe überall Familie. Überall, wo ich hinkomme, habe ich Familie, die ich liebe und die mich lieben. Und das ist nicht immer nur ein ganz persönlicher Austausch, aber das ist was, was im Heiligen Geist gestiftet wird. Das geht irgendwo auf einer anderen Ebene hin und her. Und dann kannst du auf einmal innerhalb von 5 Minuten mit Leuten eins sein und ihr könnt Wände durchbrechen im Geist, das ist nur so kracht. Und das kannst du vielleicht alleine nicht. Wir sind gemacht für Familie. Der Papa liebt seine Familie. Deswegen lass uns das hier wirklich wie so ein Wohnzimmer betrachten, die Tage, und auch Spaß miteinander haben. Betet füreinander, nehmt die Pausen, setzt euch zusammen, lernt euch kennen, umarmt euch freundlich, betet für Heilung. Das muss nicht von vorne passieren. Der Leib Jesu ist nicht durch Sprecher organisiert. Das steht auch nirgends in der Bibel. Der Leib Jesu ist durch geisterfüllte Christen organisiert, durch Familie. Es ist ein Familienorganismus. Und es ist völlig normal, dass du hier drin auf jemanden zugehen kannst, den du nicht kennst, und du kannst loslegen im Gebet und der Heilige Geist schießt alles durch dich durch, was du brauchst. Es kommt ja nicht von dir. Ist es nicht gut? Und du bist vielleicht auch hier, weil du eine Sehnsucht hast nach einer neuen Ausrichtung, nach einer Schärfung. Vielleicht brauchst du einfach eine prophetische Bestätigung oder durch eine Lehre eine Bestätigung, durch einen Input. Vielleicht brauchst du wieder Ausrichtung und sagst, boah, in dem ganzen Wirrwarr meines Alltags, ich habe mich irgendwie da ein bisschen verlaufen und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich denken soll und wer ich eigentlich bin. Und kennt es jemand? Du bist haargenau richtig hier, haargenau richtig. Du wirst in den Tagen über deine Identität hören. Dass du am Ende rausgehst und sagst, ja, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Stimmt's? Weißt du, genau das macht. Viele sagen ja, das Evangelium ist so eine Eingangsbotschaft, und wenn man die verstanden hat, dann geht es zu den richtigen Themen wie Prophetie und bla bla. Ganz ehrlich, das Evangelium ist die Botschaft. Es gibt eigentlich gar keine andere. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder das Evangelium hören, 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 hören. Warum? Weil es uns freisetzt. Es ist völlig normal, Zeichen und Wunder folgen dem Evangelium nach, dem Verkündigen der guten Botschaft. Stimmt's?
Und deswegen wirst du das hören, wenn du sagst, habe ich schon gehört, lass es mal in deinen Geist sprudeln. Aus Gnade bist du errettet, nicht aus eigener Leistung. Das könnte ich mir jeden Tag 200 Mal sagen, wenn ich mitten im Arbeiten bin. Als wenn du mitten in der Sünde drin steckst. Was machst du in aller Regel? Du machst das, was Adam und Eva auch gemacht haben, du versteckst dich. Was wäre aber richtig, wenn du deine Identität verstanden hast? Dass du noch während du im Sündigen bist, sagst, ich bin aber die Gerechtigkeit Gottes. Das entspricht nicht meiner neuen Natur. Das ist nicht das, was Gott in mir gezeugt hat. Richtig? Ha, dann entsteht was Neues Leben. Mitten in dem ganzen Müll drin. Mitten in dem ganzen Schrott, wo du nicht mehr durchblickst und nicht mehr siehst, wer du bist und wo du das Gefühl hast, ich verliere gerade den Boden unter den Füßen. Und genau dort drin fängst du an, Identität zu sprechen, wer du in Christus bist, zu sprechen. Und Kraft kommt in dir wieder hoch. Und das werden wir die Tage gemeinsam üben. Das ist die Familie, die das machen sollte. Dass wenn einer fällt, dass der andere kommt, hey, aber deine echte Natur sieht so aus. Und das bist du in Jesus. Mag sein im Moment, du fühlst dich so und so und so, das spielt gar keine Rolle, weil die Wahrheit ist. Ist das gut? Wow, voll ermutigend. Ihr seid richtig beflügelt, ich spüre das. ich freue mich riesig auf die Tage. Wisst ihr was? Wisst ihr warum? Das brauche ich selber. Deswegen, ich glaube, ich bin der Hungrigste unter euch. Beweist mir das Gegenteil. Also uns erwartet eine richtig gute Zeit in der Gegenwart Gottes. Ständig gute Zeit. Uns erwartet Gemeinschaft in der Familie. Wir werden krass gute Botschaften auch hören, die dich ermutigen und beflügeln und die dich regelrecht in eine Richtung schubsen, dass du aufbrichst aus deinem Status quo raus und dass du Verantwortung daraus nimmst für dein Umfeld. Ihr wisst ja, wie der Titel der Konferenz heißt, Außergewöhnlich leben. Das ist schon eine Provokation in sich, ne? Das ist unser Leittitel bei Passion. Außergewöhnlich leben, die Welt ist es wert. Außergewöhnlich leben heißt, du bist dazu bestimmt, dieses übernatürliche, göttliche Leben ständig dauerhaft zu leben. Du bist nicht dazu bestimmt, irgendeinem Status quo nur zu entsprechen. Du bist bestimmt zu diesem außergewöhnlichen Leben. Und aus dem heraus aber, weil es eben kein Ego-Trip, ich und mein Jesus und wir zwei sind so tief glücklich, das bist du. Und das darfst du sein, nur es, sondern dann geht's in die Welt. Welt heißt nicht die böse Welt, sondern die geliebte Welt von Gott, richtig? Der liebt ja die Welt, mehr wie wir das tun. Der hat auch keine Probleme vor Sünde und vor Problemen in der Gesellschaft und für ungelöste Dinge, sondern er kommt genau mit diesem übernatürlichen, außergewöhnlichen Leben durch dich. In deine Welt, in dein Umfeld, in dein Arbeitsplatz, in deine Familie, in deinen Ehestreit, in deine Magersucht, in deine sexuellen Abhängigkeitsprobleme. Überall kommt er rein mit seiner Lösung, mit seiner Weisheit, mit seiner Stärke, mit seiner Kraft und erneuert und erneuert und erneuert und erneuert. Und das nennen wir am Ende dann Reformation, Erneuerung. Stimmt's? So, mit anderen Worten, du bist ein Reformator und du bist zum Reformator geboren durchs Kreuz. Und du bist ein Reformator, vielleicht nicht wie ein Luther, aber du bist definitiv ein Reformator für dein eigenes Leben, für deine Familie, für deine Ehe, für dein ganzes Umfeld. Die Welt, oder? Das heißt es im Römer 8, die Welt stöhnt und ächzt nach dem Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Richtig? Ein Offenbarwerden von dir und mir in diesem außergewöhnlichen Leben. Die Welt sehnt sich, außergewöhnlich zu sein und versucht es mit Egoismus. Und wir sind außergewöhnlich, weil Christus in uns ist. Nicht, weil wir stolz sind oder weil wir es drauf hätten. Ist ja eher im Gegenteil der Fall. Wir haben es halt nicht drauf. Und deswegen sind wir so super geeignet für dieses Leben. Gerade weil wir so die Versagertypen vielleicht an manchen Stellen sind oder weil wir es nicht immer blicken oder weil wir nicht immer voll sind bis zum Rand, sondern weil wir Baustellen haben, wo wir abhängig sind von der Gnade Gottes. Richtig?
Du bist geeignet, stell dir vor, du bist geeignet für dieses außergewöhnliche Leben. Genau so, wie du bist. Genau an dem Punkt, wo du dich im Moment befindest. Da befähigt dich Gott. Hammer, oder? Da heißt es in 1. Korinther 1,30 und damit schließe ich ab. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Steckt alles drin. Er ist für uns die Gerechtigkeit geworden, jetzt sind wir seine Gerechtigkeit. Er ist für uns zur Heiligung geworden, er hat uns geheiligt, wir sind bereits heilig. Und er wurde zu uns zur Erlösung. Das ist außergewöhnlich. Stimmt's? Und jetzt kommt Christus mit dieser Weisheit in uns. Und auf einmal bekommst du Lösung, wo es keine Lösung gibt. Und du kannst Gesellschaftsbereiche sogar verändern, es steckt in dir drin. Du kannst einwirken, egal wo du bist, es steckt in dir drin. Wenn du also unzufrieden bist mit den Umständen, dann passt es haargenau. Dann ist die Weisheit Gottes in dir dazu da, dass du die Umstände veränderst. Da kannst du auch niemanden dafür anklagen, da bist du in Verantwortung genommen. Und in der Konferenz geht es genau darum, dass wir diese Verantwortung verstehen, aber auch kapieren. Aus eigener Kraft kriegen wir hier gar nichts gelöst. Und wenn du jetzt mal zum Beispiel in Deutschland in unsere politische Welt reinguckst oder ins Schulwesen oder wo immer du reinguckst, es ist ein Chaos. Es ist Sünde hoch 10, es sind keine Lösungen da. Und sage ich mal, viel Geld zu haben, täuscht über viele Probleme weg. Ja? Aber im Untergrund, da sind ja ganz viele ungelöste Probleme. Und ich glaube, dass Gott uns zurüstet und aussendet. Zurüstet und aussendet. Zurüstet und aussendet. Da braucht es eine Veränderung, stimmt's? Die Welt sehnt sich, die Gott liebt, und die Lösung ist in uns drin. Amen dazu. Amen. Kannst du Amen sagen?